Die Nachrichten des Nordkurier. Hallo. Ja, also jetzt befinden wir uns ja in der Woche und in der Woche ist es immer sehr ruhig. Und unser Hauptzeiten sind das Wochenende und Feiertage. Der Rekordtag ist immer noch der 1.1. Da haben wir zum Beispiel dieses Jahr über 300 Touren gehabt. Und eine Bestellung sind mitunter, wenn ich jetzt hier rauf gucke, 2 Pizzen bis 4 oder auch mehr halt, ne? Also der Kunde ruft an. Ich nehme die Bestellung telefonisch auf, drücke ein Knöpfchen, die Bestellung ist in der Küche und dann machen sich die Köche daran, das Essen zuzubereiten. Und circa 10 Minuten später ist das Essen fertig und dann versuchen wir das so schnell mit dem Fahrer, wie es geht, zum Kunden zu schicken. Also in der Woche, da schaffen wir unsere halbe Stunde, wenn mal viel ist, halbe Dreiviertelstunde und am Wochenende brauchen wir schon eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde. Wir haben Humboldtstraße, Klinikum. Und Otto Lilienthal. Seit 2004. Quasi das 9. Jahr jetzt. Kollegen, ganz nette Kollegen hat man, ne? Denn in Bramburg abends macht noch mehr Spaß, weil nichts viel los ist. Und im Kunden, ne? Von 17 bis 23 Uhr ist Bestellannahme. Also wenn man den Pech hat, kommt um 23:45 wieder. Wenn man nochmal los kann, ist man um 23:45, haben wir auch schon gehabt. Ja, ich hatte mal einen Kunden gehabt, in der Ortstadt oben war das gewesen. Der hatte Pizza bestellt und ein bisschen Alkohol. Alkohol für sich und die Pizza für den Hund. Hier im Krankenhaus oder was? Auch sehr viele Ärzte und Schwestern, die haben auch Hunger. Können Sie mit hier? Okay. Auch zweite los haben wir eigentlich. Was ist das? Erste, ach, sag ich die. Eine Rentnertour heute hier. Pronto. Bitteschön. So, bitteschön. Schönen Abend noch, ne? Das war die Runde. Jetzt geht's zur Firma wieder. Ja, entspannt, ne? Meistens jedenfalls. Nordkorea. Flagge zeigen.